Zeig dein Zeug, heute Folge 7 mit Andreas Kloppmann. Leute, was für ein Tag letzte Woche in Bremen. Erst das Ding mit Manni Reckmeier wegen dem Fender Super Reverb und dann danach noch zu Kloppi. Das war für mich wirklich was Besonderes, weil Andi hat natürlich so viel Zeug und wir haben, glaube ich, insgesamt 3 Stunden gelabert und alles Mögliche hat er mir gezeigt. Und auch wenn das Video heute echt ziemlich lang ist, das ist eigentlich nur ein relativ kleiner Ausschnitt und wir haben auch einiges, glaube ich, noch vergessen. Ist egal, viel Spaß damit und bleibt mal bis zum Schluss dran. Da gibt es noch 2 Geschichten, einmal eine Veranstaltung, die Andi demnächst macht in seinen neuen Räumlichkeiten und eine Charity-Aktion für die Ukraine. Und ja, alles klar, die Links dazu, die sind unten in der Box und macht da mal schön mit. So, jetzt noch mal kurz Kloppi einen Besuch abstatten. Hier, Kloppmann. Da ist doch einer. Der Fatty. Na Jung. Na Jung. Hast du schon lange geklingelt? Nö. Also. Eine Minute vielleicht. Ja, im Keller unten. Ja, ja, ja. Hast du eine laut Gitarre gespielt oder was? Nee, laut gefräst. Laut gefräst. Yeah. Na? Na? Schöne Grüße von... Von alle. Von Manni. Von Manni Reckmeier. Ja. Wie geht's ihm? Ganz gut. Ja? Das kenne ich noch gar nicht. Das kennst du gar nicht. Nee, da warst du weg. Naja, also du, letztes Mal, als ich... Als Corona anfing, haben wir angefangen, das irgendwie... Genau, und da war ich, das letzte Mal war ich hier am Reformationstag, du erinnerst dich. Ja, stimmt. Das, als ich den Feiertag verpeilt habe. Nee, da hast du mir gerade die Anfänge gezeigt. Ach so, echt? Da war auf jeden Fall hier noch dicht. Echt? Das war noch und dicht? Dann, hey, moin. Hey. Meister, hallo, moin. Chai. Alles na, gut? Ja. Ja, sehr, sehr schick. Oh, oh. Frisch. Oktay, alles nochmal abschleifen. Ach, das ist, ja, es ist noch. Und nochmal neu ölen. Muss noch verharzen. Ach so. Was natürlich echt geil ist, die klingt super. Und vor allen Dingen, das ist tierisch leicht, ne? Ja, eben. Hammer. Ja. Mein Plektrum haben, aber eins von denen ist auch nicht richtig. Hau rein. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Ich hab dir jetzt gerade einen Tee gekocht, Zed Kaya. Was denn? Ich hab dir jetzt gerade einen Tee gekocht. Ach so. Ja gut, dann Tee. Kommt rein. Reißt mal zusammen. Reißt dich aus hier. Und was ist das denn jetzt hier für eine? Die 61er Slapboard. Ach so. Und das ist die 52er. 54. 54, ja, ja, ja. Die meinte ich. Oh, die muss ich mal wieder ein bisschen, die brauchen wir wieder ein bisschen Tender Love and Care. Lange nicht in der Hand gehabt. Ja, ja. So extrem trocken. So. Hast du schon den Teebeutel rausgeholt? Ja, ich weiß, sonst wird es ein bisschen zu stark, ne? Ich muss hier rein aufmachen. Wie viel Stehe wir im Rhein haben? Ja, so, dass es süß ist. So, dass der Löffel steht? Ja, genau. Hier kannst du eigentlich, finde ich, mit fast alles machen. Jazz, Country, Blues. Ja, da, die Erkenntnis kam bei mir erst im hohen Alter. Nur Tapping nicht. Doch, geht auch. Aber okay. Und Legato und so. Doch, das geht auch. Geht alles. So richtig. Aber nicht im gleichen Stück. Legen Country-Stücke oder so. Naja, gut, nicht unbedingt. Ich hab gehört, Peter hört auf. Peter hört auf als Dozent, ja. Ja, das meinte ich. Ja, genau. Also, das sind, also die Ära der
Jünglinge ist dann damit vorbei. Ja. Also alle, die mal bei ihm was gemacht haben, ist dann der erlaubte Club der Reihe Nachfolger. Ich kann die alle einen drauf einwählen. Der gibt auch keinen Privatunterricht oder sowas, ne? Macht er glaube ich nicht, ne? Peter Weihe. Ja, früher hat er das mal gegeben, mal so eine Stunde. Hanno Bonsdorf hat er mal gemacht. Ja, das ist ja mein Lehrer, Hanno. Hanno? Ja. Ich habe ja ein paar Jahre bei Hanno Unterricht gemacht. Du warst ja auf jeden Fall. Ja, und ja. Hast du was gelernt? Jo. Also, er hat mich immer zusammengeschissen, quasi. Das ist richtig. Ja, so. Vielleicht sollst du mal wieder hingehen. Das bin ich immer so alleine da. Nee, nicht zusammen nee, zu scheißen. Einer reicht. Ich muss nicht mit beiden sein. Ich bin da mono völlig glücklich. Prost, Jungs. Zeig dein Zeug. Zeig deine Kurzversion. Zeig dein Zeug. Prost. Ja, Prost. Wohlsein. Zeig dein Zeug. Hier, mit Kackpapier auf dem Tisch. Natürlich. Wer weiß, was man wischen muss. Authentisch ist das Wichtigste. Genau, hier Kappenbemusterung. Kappenbemusterung. Ja. Und Pfeffer. Unbedingt. Immer. Ja. Andreas, zeig dein Zeug. Ja, okay. Los geht's. Was hast du mir zu bieten? Boah, was willst du sehen? Ich sehe ja schon hier alles Mögliche. Wir können nicht alles besprechen. Alles völlig unsortiert. Das macht nichts. Was sind deine Lieblingsgitarren? So will ich mal anfangen. Oh, meine Lieblingsgitarren? Ist schwer, ne? Ist schwer. Soll ich sie mal alle auf einen Haufen stellen? Dann kannst du das alles in einem Bild ab. Kannst einen Sweep machen. Okay. Das ist echt schwierig. Aber Top 3. Top 3? Ja, Top 3. Man muss sich auch mal entscheiden im Leben. Ich mache erstmal hier die. Ciao, Obdach. Die Top 4 meiner Fender-Gitarren. Ja, los. So, sind diese hier. Und mache ich auch ganz gerne. Jazzmaster. Jazzmaster. Ja, das ist auch ganz genau. Schön, ne? Geilo. Naja. Die kenne ich schon, das ist die 54er, ne? Ja, genau. Okay, wie bist du dazu gekommen? Die Gitarre gehörte einem guten Freund von mir lange, lange Jahre und ich kenne die Gitarre schon ganz, 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 ganz lange. Okay, cool. Und irgendwann wollte er sie verkaufen, dann haben wir sie hier hingestellt zum Verkauf und einige Leute, die gespielt und unter anderem hat Andy Powell auf ein paar Gigs mitgenommen, der fand ich auch geil, weil er Andy Powell hat ja auch eine eigene 52er, die er auch geil findet, die ich mal bebündelt habe. Ja. Would you mind leaving your dirt on the board? Yeah, of course. Of course, natürlich. Yes, I did. Ja. Ja, und dann hat er irgendwann, stand die hier zum Verkauf und dann habe ich gesagt, Moment mal, eben kauft keiner, dann behalte ich die. Okay. Und dann haben wir einen ganz guten Deal gemacht, der wollte ein paar andere Sachen haben. Dann habe ich wie lange ist das ungefähr hier? Also wie lange hast du jetzt? Ungefähr. Man täuscht sich meistens. Ich schätze mal so 6-7 Jahre. Ah, okay. Im Gegensatz zu dieser Gitarre, die ich ja schon mehr als mein halbes Leben habe. Also die habe ich alles klar Anfang der 80er gekauft. Habe ich quasi getauscht gegen Aufpreis mit einer ES-175. Okay. Damals sagte ich noch, ich würde ein Jazz-Gitarrist werden. Wurde ich aber nicht. Nee. Genau wie diese, die habe ich seit... Die kenne ich, ja. 87 oder 86 oder sowas. Und sag ganz kurz, was für ein Baujahr das ist. Das ist 62. 62 Veneerboard. Mhm. Und ist das ein Refinish oder ist die? Ja, das ist ein Refinish. Das ist aber die Originalfarbe. Ah, okay. Die habe ich in der Aldi-Tüte gekauft, die Gitarre. Für 2000 Mark. Originaltüte Aldi. Und hier, Andreas, du kannst ja sowas. Willst du das kaufen? Okay. Und ich habe so geguckt. Was ist denn das? Ein Strat, ja, sagt, nehme ich. Okay. Und der Korpus war umgebaut zu einer Burns-Gitarre mit so einem größeren Schlagbrett. Und da musste ich hier ein Stück Holz einsetzen. Hier an der Seite sieht man das noch hier. Okay. Da habe ich also hier quasi ein Stück Holz reingesetzt und habe es dann, also eben den Korpus erstmal entlackt. Das war so ganz dick geflotter Autolack drauf in Weiß. Also war eine graue Füllerschicht mit einer weißen Lackschicht drauf. Und das habe ich vorsichtig runtergenommen. Und darunter war genau dieser Farbton, und zwar genau unter der Halsplatte, so ein Stück Original-Farbton.
Und hier in der unteren Fräsung im Tremolo-Fach war auch noch mal so ein Flaschen Foam Green. Mhm. Das habe ich dann schön rausgenommen, poliert und habe dann erstmal 1 Liter Lack komplett vermischt, Farbton nicht getroffen, vorbei und tschüss. Dann habe ich nochmal angefangen, da habe ich aber gut getroffen. Der ist sehr, sehr gut geworden und dann habe ich die lackiert. Mhm. Wann hast du die? Ach, 88. Ja. Okay. Mega. Steht da drauf, 88, da. Ach ja. Und hier, 3.2. ist mein Geburtstag, also es passt alles ganz gut. Das ist nicht Zufall. Jazzmaster. Ja, die Jazzmaster, den Hals habe ich schon ganz, ganz lange. Okay. Ich habe auch von einem guten Freund mal übernommen. Und die Gitarre hatte einen Korpus, da waren alle Sachen abgeschnitten. Den Korpus hat jetzt Ali Neander. Ah, okay. Mhm. So eine rotbraunen Bootslack. Und der Korpus und der Hals war mit Bootslack lackiert. Hier sieht man so rotes Zeug. Mhm. Okay. Das war alles dunkelrot lackiert, auch die Kopfplatte. Und dann habe ich immer gedacht, jetzt machst du eine schöne Jazzmaster davon und was weiß ich, von so Anfang der 2000er oder sowas, da konntest du ja noch irgendwie, geht's in eBay kommen und da konnte man alles noch so einfach kaufen. So einen alten Korpus von 63, ein altes Tremolo aus den 60ern und so habe ich so die ganzen Teile so zusammengekauft. Okay. Zusammengeschustert und hatte ich einen Jazzmaster. Das ist immerhin eine Slapboard. Ja. Also das ist eine Partscaster. Mhm. Aber die ist toll. Die wollten mir schon einige Leute abkaufen, aber... Du hast Nein gesagt. Ja, weil irgendwie, das war ja jahrelang nichts wert. Mhm. Und mir wurde wie so, ja, ich gebe dir 1.500 Euro dafür. Mhm. Nee. Für mich fühlte sie sich mindestens fünfstellig an, ja. von der Haptik. Mhm. Inzwischen ist das ja auch bald so viel wert, aber ja. Trotzdem würde ich sie nicht verkaufen. Das ist eine echt toll klingende Gitarre. Super. Ist klasse. Muss ich gleich mal spielen, Jazzmaster. Ja, das ist echt super geil. Ja, ja. Leute schon vor mir gekniet. Verkauf mir diese Gitarre, bitte, bitte, bitte. Du hast ja mal eine, da war ich ja ein bisschen sauer schon fast. Ach, du auch? Das war die SG, wo du das Foto von mir mitgebracht hast. Ach so, ja. Damals auf dieser Vintage-Messe. Genau, die wollte ich nicht verkaufen. Und das war, glaube ich, das hast du gesagt, die hatte auch mal Ali Neander. Genau, das auch. Und da war irgendwie so ein Fell oder irgendwie so ein Quatsch genau, drauf. Genau, Fell drauf geklebt. Ja, und als ich das letzte Mal hier war mit meiner SG, wo du die Pickups ein bisschen angeglichen hast, da habe ich gesagt, ey, wo ist denn die alte SG? Und dann hast du so in so einem Nebensatz, oh, die habe ich verkauft. Hast du so gemurmelt. Nee, das war aber auch, was? Ja, das war aber auch so ein Sonderfall. Ja, hast du gesagt. Ist so ein ganz, ganz lieber Mensch aus meinem Umfeld. Und der muss die Gitarre unbedingt haben. Ja. Und ich habe da auch ein gutes Gefühl bei, dass das ja, ist. Und das ist auch in der Nähe und ich weiß, wo sie ist. Okay. Und ich fand die wirklich, also nicht nur, dass sie so abgeranzt ausgesehen hat, ich fand die wirklich gut. Also ich finde die auch, das ist eine tolle super. Gitarre, ja. Spielt gut, hat auch dieses Feel von einer 61er oder 62er ja, SG, irgend sowas. Irgendwie sowas. Ja, aber ich habe gemerkt, dass ich die einfach zu wenig in der Hand hatte. Ja, okay. Und das war für mich nicht unbedingt die super Referenz in dem, was ich gerade so vorstelle. Mhm. Der ganze Les Paul-Zirkus hin und her und paff hier, paff da. Mhm. Aber hätte, ist egal. Auf jeden Fall hat sie jetzt der eine liebe Mensch, der sie auch unbedingt haben muss. Ja, ja, super. So, das ist auch wichtig, dass er die hat. Wir hatten neulich mal in dieser Vintage-Gruppe, da hast du irgendwo eine Anfang 50er Jahre Gibson gezeigt. Waren da nicht P90 oder nee, du hast mehrere? Das ist hier meine Conversion. Okay. Das ist eine 52er, die ich vor kurzem bekommen habe. Ja. Das heißt, da waren P90 drin? Nee, nee, die Mini haben ist schon konvertiert. Da waren mal P90 drin. Hier sieht man da schon hier. Mhm. Das war schon mal gemacht. Das ist eine ganz schöne Gitarre. Ja. Hier grad, da waren noch die Originalbünde drin, habe ich mir gerade von Stefan Zander neue Freds reinmachen lassen. Ja, das klingt echt gut. Mal immer ans Telefon gehen. Meinst du, sonst hört das nie auf zu Telefon zu klingeln? Nö, mir egal. Ich meine nur wegen dir. Ja, Mann. Wer ist denn da so tapfer? Ich hätte in der Zeit mal die. Leicht für eine Paula, würde ich mal sagen. Na? Was?
Können wir auch machen. Ja, dann schick vorbei. Ja, cool herumbringen, genau, das ist immer. Ja, beides. Also ich werde erstmal Heißluftpistole gucken, was sich da abwehrt. Und auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen chemischen Abreizern oder sowas. Das ist einfach ekelhaft. Special ist halt American und es ist special, von daher ist es in Ordnung. Ja, sicher. Du hast aber irgendwie, oder täuscht das, hast du ein Händchen für leichte Paulas? Ja, scheinbar ja. Also die Golden ist ja echt für eine Paula-Federlacken, die auch. Die auch, ja. Finde ich. Ja, dann haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ne? Man muss ja auch, wenn es dann nicht passt, nicht unbedingt zuschlagen. Ne? Man hat ja so ein bisschen noch FSK, freundliche Selbstkontrolle. Hast du noch auf Aufnahme? Klar. Alles gut, ja.
So, ich habe während des Telefonats mit dem Kunden schon mal eben alles Interessante nochmal. Super, leg los. Das ist meine momentane ES. Also ich habe ja immer ES viel und gern gespielt und immer mal durchgetauscht. Und ich bin jetzt sehr zufrieden, dass ich diese habe. Wir sind ganz, ganz glücklich zusammen. Meine erste ES war eine 72er. Okay. Dann hatte ich eine 66er Trini Lopez. Ja. Dann hatte ich eine 68er ES335 in Pelham Blue. Die hätte ich mal niemals verkaufen sollen. Weil die habe ich dann getauscht gegen eine 63er Cherry, die ich ganz, ganz lange hatte. Hattest du diese blaue, hattest du die noch? Ist die schon lange weg? Ja, die okay. Ist seit 89, 88. Ah, nee, okay. Aber dann an irgendwas kann ich mich erinnern, auf irgendeiner Vintage-Gitar-Show. Ja, vielleicht schickt die da mal. Da ging es um, da ging es aber um eine schwarze. Und da hast du noch gesagt, das war diese Show, wo Bernie Marsden da war. Kannst du dich erinnern? In Hamburg? Ja. Und da ging es um irgendeine schwarze. ES? Oder eine schwarze ES. Und da hast du noch gesagt, ob ich die kaufen sollte oder sowas. Oder vielleicht verwechsel ich auch was. Aber ich kann mich an eine schwarze ES erinnern, wo wir drüber gesprochen haben. Nee, ist egal. Klingelt bei mir nicht. Die ist von wann? 61. Eine 345. Die Gitarre ist so unfassbar gut. Ich habe ja so eine neuere, ich weiß nicht von wann die ist, 2008, 2009, ES-339. Mhm. Und ich finde die vom Spielen her ganz toll, vom Klang her finde ich sie auch gut, aber es gut, ist natürlich ein anderer Body auch, aber was ich bei dieser hier finde, ist, dass die so ein... Sie hat so ein geiles Mittenfund. Ja, genau. Hammer. Die ist auch geil. Die kannst du auch laut spielen, weil die hat hinten so ein Anti-Feedback-Loch. Dreh mal um. Ach, das habe ich eben beim Tragen schon. Okay. Anti-Feedback-Loch. Yeah. Ja, das ist super. Okay. Also manche Leute stopfen sich die Dinger ja voll, damit es nicht pfeift, aber hinten ein Luftloch zu lassen, ist eine super Idee. Dafür war sie sehr günstig und die Gitarre ist einfach klasse. Klasse, klasse, klasse. Wie lange hast du die jetzt? Auch schon ein paar Jahre. Okay. Der Stefan Zander mal hier oben den Hals oben restauriert, weil ich bekam die mit einem kompletten Kopfplattenbruch. Mhm. Und dann hatten sie mit so Aluminiumstreifen gemacht, hier so und dann so rüber und dann mit Schlossschrauben. Okay. Das hätte ich ja gerne gesehen. Ja, die Kopfplatte liegt an der Schublade hinten. Ja, und auch Stefan Zander. Ach, das heißt, die Kopfplatte ist neu? Also die Kopfplatte ist neu, ja. Allerdings, das Headstock-Vinyl ist original. Mhm. Die Kopfplatte ist neu und der Hals ist hier irgendwo angeschäftet. Mhm. Aber Stahlstab und Konstruktion ist hier alles original. Mhm. Nur ab hier ist die Gitarre halt neu und die ist jetzt die Seriennummer ist hier wieder eingelegt. Okay. Hat eine symmetrische Seriennummer. Ich habe meine Brille leider nicht auf. Ja, hier kann man auf dem Orange Label kannst du es besser sehen. Warte, ich hole dich mal. 37873. Okay. Ist das geil? Ja, klar. Licht muss auch noch rein. Dann kannst du es sehen. Fantastische Klampfe. Ja. Also alleine jetzt schon mal so akustisch. Das ist echt der Hammer, die Gitarre ist super. Mhm. Ein schönes Beispiel für diese Spätpuffs. Mhm. Unglaublich gut klingende 61er, haben so diese Klarheit und diese Knackigkeit, schnelle Ansprache. Mhm. Nicht so sumpfig wie so alte Puffs, sondern haben diese Lieblichkeit und diese schöne Mittendichte ist alles da, aber es ist oben ganz offen und der Bass ist nicht so flau, sondern ganz knackig. Echt super geil. Mache ich ganz, ganz gerne. Das verstehe ich voll. Ja. Die hatten wir schon. Sag mal was zu der. Das ist meine Niki. Niki. Niki habe ich ganz oft oder lange Zeit CC24 ihres Namens nach. Im Moment sind da zwei Prototypen drin, zwei Double Cream Prototypen. Mhm. Die habe ich lange Zeit mit zwei Original Puffs gespielt. Eigentlich musste ich jetzt noch eine Gitarre dazu holen, die eigentlich
Meine wichtigste Gibson ist. Ja, gerne. Moment. Mhm. CC24, ne? Ja, CC24. Mhm. Auch leicht, ey. Mann, na relativ. Ah ja, ja, die ist ein bisschen mächtiger. Oh. So. Schauen Sie nur. Ich schaue. Schauen Sie nur. So. Was ist das für Gerät? Das ist Gerät Pickup-Tester Les Paul, ja, von Gibson, Baujahr 2000. Okay. Und dann habe ich hier Original Puffs aus verschiedenen Baujahren. Mhm. Und die kann ich mir dann einfach. Ah, jetzt kommt's. Das ist ja geil. Von hier hinten reinstopfen. Mega. Die hatten mal hier so Kontakte, das habe ich aber weggemacht, mhm, weil ich die Originalkabel hier unten so anklemmen kann und kann mir dann mal eben hier, meinetwegen, das ist auch ein 61er Puff, kann mir das mal eben anhören und blitzschnell vergleichen. Was und Entscheidung treffen, ja. Genau. Hier, das ist eine mega Idee. Das ist hier ein 59er Zebra Puff. Mhm. Stehen einfach mal hier so 5 Mille rum. Dann mache ich so. Alter, Wahnsinn. Und setze dann den 59er Zebra Puff ein und hören wir das an. Zack. Granate, echt. Das ist eigentlich die Gitarre, die ich, die Les Paul, die ich eine leichte Gänsehaut, die ich im Moment am meisten spiele. Ja, okay. Weil ich, weißt du, hier ist, um so richtig fies abzuprollen, so richtig schweinemäßig. Manta, ich hole gleich noch meine Mantaletten raus. Hier ist der passende Halspickup dazu. Okay. So ein Zebra-Set von 59, ist aber nicht meins, gehört ein Guitar Point. Mhm. Ich habe das restauriert. Die Pickups stammen original von Alex Conti. Ja, Alex, klar. Und das sind die Pickups, wo ganz viel mit aufgenommen wurde. Mhm. Also die historischen Conti-Pickups. Mhm. Ich habe die so ein bisschen restauriert. Da war so Spulen getauscht, hin und her. Das ist alles ein bisschen gerade gezogen. Mhm. Ein unfassbar gut klingendes Set. Super. Mega interessant. Na? Also das da mit dieser, mal eben switchen, anklemmen, genau, vergleichen. Ein 57er Hals-Pickup. Mhm. Na, und das ist so, so ganz klassische, spezielle Sounds, die man sich da ganz schnell abrufen kann. Mhm. Und wenn ich selbst Pickups mache, dann kann ich die auch eben da reinschnallen und dann mir eben so eine Vergleichsgruppe erstellen. Ne? Kann also Original-Puffs gegen meine mal eben hören, mit exakt der gleichen Gitarre. Ne? Ja, ja. Mhm. Hier ist dieser 60er-Puff, den ich mal von Franz Plaser bekam. Mhm. Da sind auch schon bedeutende Aufnahmen mitgemacht worden in der deutschen Plattenindustrie. Mhm. Jetzt habe ich ihn. Den habe ich in meiner CC24 ganz lange am Steg gehabt. Okay. Jetzt habe ich den gerade als Halspickup aufgebockt und muss sagen, das gefällt mir auch sehr gut. Das ist so ein mittelstarker. Der hat 8,06 Kilo-Ohm. Mhm. Das ist ein Wert, den man eigentlich in beiden Positionen ganz gut haben kann. Mhm. Am Steg ist er relativ knackig, griffig, brillant. Und am Hals macht er echt ein schönes Tü. Ja. Ne? Aber es ist relativ weich vom Bass, weil es ein 60er ist, die sind halt immer, haben so eine gewisse Größe, okay, eine Üppigkeit. Ne? Ja, ja. Aber schön. Hammer, echt. Hammer. Was haben wir hier noch? Das war der 57er. Ach so, das ist ein Bastelpuff. Mit, ja, das sind zwei Spulen zusammen, die mal aus zwei defekten Puffs zusammengetragen wurden. Okay. Das ist ein halber Puff, das ist original. Den habe ich mal kaputt gekauft mit einer defekten Schraubenspule. Und das ist aber eine heile von einem anderen Puff, die ich damit draufgesetzt habe. Mhm. Das ist auch datiert, auch ungefähr 59, 60, auch Long Magnet. Auch ein sehr markantes Instrument, okay, dieses Ding. Genau, und das ist hier ein Pickup von einem Kunden aus Schweden. Weißt du, was ich gerade total schön fand? Dass du den Pickup als Instrument bezeichnet hast.
Ja, es ist ja letztendlich so. Ne? Das ist ja quasi eine. Habe ich noch nie gehört. Ein Ausdruckstransporteur. Ne? Genau. Also, es ist schon. Mhm. Na klar, es ist ein Instrument. Ja, ne? Ja. So sehe ich das auch, was ich mache. Ne? Ich bin da. Ist ja im entferntesten Sinne moderner Instrumentenbau, weil ich kümmere mich um Sound, Tonalität von E-Gitarren. Genau. Ne? Mhm. Naja. Also, es ist echt eine tolle Gitarre. Die hatte diese Schallerbrücke. Hier mit diesen Tasten, das haben wir hier mit der CNC-Fräse eben ausgefräst, ausgeflockt. Okay. Und dann habe ich eine original alte ABR draufgesetzt, damit ich dieses Tonbrett bekomme, was original alte Les Pauls haben. Das Tape ist nichts Besonderes, das ist das Ding, was drauf war. Okay. Aber das ist ein schönes Setup, da hat die Gitarre sehr gewonnen dadurch, ne? Dass man es also direkt ins Holz gesetzt hat und halt auch die alte Brücke drauf gekommen ist. Toll. Ja, sonst irgendwie komplett unheilig das ganze Ding, aber das macht echt seinen Job. Ja, na klar. Und hier auch mit Bumblebees ausgestattet, damit man das auch gut im Originalzusammenhang hören kann. Mhm. Super Idee. Ja, ne? Willst du noch ein paar von deinen Amps zeigen? Das war den Rundumschlag. Boah, da muss ich noch erstmal gucken. In meiner Marshall-Sammlung ist es so, das ist ein 72er Superlied. Ah ja. Mhm. Klingt super. 100 Watt. Superlied 100 Watt, genau. Ja. Hunderte Wax. Sieht ja noch wirklich sehr... Ja, der ist gerade neu bezogen worden. Ah, also ich wollte gerade sagen. Genau, den habe ich gekauft, der war der irgendwie mit so einem schwarzen No-Name, glatten Zeug bezogen. Okay. Sah ruppig aus, so... Punky-mäßig. Auch geil, aber ich wollte immer schon mal einen roten haben und bevor ich einen kaufen muss, machen wir ihn einfach rot, weil die Pelle sowieso nicht original war, haben wir einfach Frisches drauf gemacht. Genau wie hier, das ist ja auch eine alte Box. Einer von meinen beiden alten Kabinetten, die ist eine 68er, aber ist alles, die ganze Pelle ist neu, neue Bespannung, neue Logos. Ja. Habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft für 600 Euro, darf man gar nicht erzählen. Die war auch rot mit Bootslack bestrichen, wahrscheinlich von dem gleichen Musiker, der von dem die Jazzmaster war. Es kam auch aus dem gleichen Gebiet, das war irgendwie hier Bremen-Ritterhude oder sowas. Okay. Das Ding war wohl ein Trend. Ja. Das ist die Marshall Box, die ist von 69, die ist schon ewig spiele und benutze. Hier hatten wir ja früher SM57, war hier fest angebunden, hat hier sein Löchlein gegraben. Ja, das war der Sweet Spot. Und gut, das ist ganz schön weit außen eigentlich, ne? Ja, das hat damals unser FOH so ausgemessen und hat das entschieden und ich habe das immer so gespielt und es war auch okay. Ja. Ich habe das immer auf In-Ear gehabt, das Geräusch. Nee, immer nicht, aber später. Also war okay. Und er hier? Das ist ein 69er Superlied, allerdings schon mit Alubürstenfront. Ja. Klingt auch tierisch, hat mal einen neuen Ausgangstrafo bekommen, muss Ende 70 gewesen sein. Das ist so ein 70er oder 80er Ausgangstrafo. Klingt echt super. 100, ne? Ist auch ein Superlied, klingt super geil, der Amp. Und das ist, glaube ich, die Mischung, die mich hier anmacht. Weil du hast so ein bisschen dieses Vintage-Ding, hast auch so ein bisschen diese End-70er JCM-800-Energie. So dieses, komm her, du, es geht gleich richtig auf Fresse. Ne? Das macht er so ein bisschen, das finde ich ganz geil. Der wandelt so ein bisschen zwischen den Welten. Na, dann habe ich die ganze Zeit hier mit dem Silencer benutzt und habe mir jetzt mal so eine Powerstation kommen lassen. Ja. Was auch ganz geil funktioniert, also... Da kann man der Silencer, obwohl das ist ja auch, solange man das sehr stark runterdimmt, klingt das dann auch alles so ein bisschen weich und kastriert. Ja, natürlich. Das ist beim Powerstation eigentlich auch, wenn du es zu leise machst. Ja, na klar. Aber es funktioniert ganz gut, dass man also. Ich hatte den eine Zeit lang und fand den auch echt gut. Ja. Er hat wirklich auch so seinen Job erfüllt. Was ich immer gern gemacht habe mit dem ist Line-Out und dann da also Doppler-Effekte. Echos oder Chorus-Effekte und dann über einen zweiten Amp abgefeuert. Das ist super. So hast du hier immer ganz klar nur das Gitarrensignal und alles, was irgendwie sonst färbt also, und schwebt, wie kommt anders raus. Wie sagen das modern Wet-Dry? Wet-Dry getrennt. Ja, und hier bei Powerstation ist jetzt ein Sand-Return. Einschlafweg, da haben wir ein bisschen mit experimentiert.
Wenn man einfach das Echtgerät so reinmacht, klingt es auch nicht so geil, weil dann müssen wir Gas, Wasser, Scheiße, alles durch ein Rohr. Dann machen wir hier so einen riesen Aufriss mit so geilen Teilen und dann fließt das hin. Das ist so ein Boss-Pedal. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich hier gerade ein bisschen was zusammengesteckt. Dieser Durham Sex Drive, der hat einen ganz guten Buffer. Ah, okay. Mhm. Na, das sind jetzt zwei Richtungen. Also ich bin einmal hier durch den Mini-Vent ins Echo-Gerät und in die Durham oder andersrum, ich weiß gar nicht. Jetzt ist, glaube ich, zuerst Mini-Vent und Durham. Okay. Am Schluss. So klingt die Schleife auf jeden Fall besser und organischer. Und ich habe noch die Chance, beim Durham auch noch ein Level zu machen und noch eine Farbe. Der hat ja so leicht zerrende Kompressionsfarben. Das ist ganz geil. Okay. Das ist ja im Prinzip so ein Gerät, was eigentlich gar nichts macht, aber dann doch irgendwie. Es ist formt die Dynamik. Das ist ganz, ganz tricky. Interessant. Das kann man ganz gut vorne benutzen als erstes Pedal, was eben guten Buffer hat. Mhm. Und jetzt habe ich das erste Mal hier in der Schleife und da finde ich es aber auch super. Okay. Was schlecht ist an dem Pedal ist, dass die blaue Leuchtdiode ist so hell, dass man nicht mehr da hingucken kann. Das scheint ein Trend zu sein. Ich habe diesen Ryra-Clone und der macht es auch. Und da habe ich schon irgendwie so einen Klebestreifen drauf gemacht. Ja, auch. Was soll das? Ja. Das leuchtet durch den Klebestreifen. Ja, genau. Hell genug. Genau. Ich habe das früher in meinem anderen Board bei Albatros damals, ich habe das schon ziemlich lange, habe ich den vorne gehabt und da habe ich immer einen Gaffer drüber gehabt. Genau. Du siehst, das blaue Licht kommt überall durch alle Ritze raus. Ich zeige dir das gleich, ich habe mein Paddleboard dabei, ja, weil ich hatte dann... Das ist so hell, dass du gar nicht, du kannst nicht nach unten gucken. Nee, ich weiß. Finde ich auch so sinnlos, also wirklich. Oberkrass. Ja, ja. Ja, und ich kann den Fryer hier... Mit zwei Lautstärken. Ja, genau. Das ist super bei den Dingern. Ich habe da sowas Ähnliches von Bad Cat, diesen Unleash. Und das ist halt auch ein aktiver mit einer Endstufe halt drin. Und wo du dann auch zwei verschiedene Lautstärken machen kannst. Geht nicht. Nanu. Gestern ging es noch. Ja, sicher. Oder der Marshall-Fußschalter geht nicht. Naja. Jawohl. Machen wir es wieder aus. Genau. Ist auch wurscht. Und dieser ihr Bluesbreaker, ist das ein relativ neuer? Das ist irgendwie, das ist nicht meiner. Der Ach so, hat, okay. Ein Kumpel von uns neulich hier hingestellt, weil er sich nicht sicher war, ob er ihn behalten will oder verkaufen will. Mhm. Und das ist eigentlich ein geiler Amp. Ich weiß gar nicht, wie alt ist das? Das ist 80er, 90er oder sowas. Okay. Oder 2000, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein toller Amp. Mhm. Ganz klasse, nicht zu laut. Man kriegt das Marshall-Geräusch. Mhm. Und weil so ein Gebinde ist wirklich schon obszön laut. Ja. Egal, wie du es irgendwie hinbiegst. Mhm. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn du das Geräusch haben willst. Das macht die Kiste gut. Super. Genau. Und hier noch gesammelte Werke? Ja, das ist hier ganz unten ist, wie heißt die, 2203 von 78. 2203, genau. Meiner genau, ist von das ist auch ein sehr schöner Amp, habe ich im Moment nicht in Gebrauch, aber könnte ich jederzeit zücken, die Waffe. Ja. Ist ein schöner Amp. Das ist ein 73er Lead, 50 Watt, auch ein toller Amp. Ja. Ganz lustig, den habe ich damals irgendwie... aus Berlin irgendwie bekommen und auch hier ist ein Trafo gewechselt. Okay. Gott sei Dank nur der Netztrafo, hier diesmal nicht der Ausgangstrafo, deswegen ist der Originalsound da. Mhm. Und diese Amp hatte immer so ein tiefes Brummen, was kam, so nach einer halben Stunde Mucken, fiel das Ding in so ein wurde ein bisschen leiser und klang dann auch nicht gut. Mhm. Und ich war irgendwie, ich glaube, fünfmal mit diesem Fehler bei Joe. Mhm. Und wir haben es nie gefunden. Und jetzt vor zwei Jahren oder sowas hat er das gefunden. Dann haben wir es ausgetauscht und der Amp klingt noch mal geiler. Das ist echt unfassbar. Ich hatte sowas. Ich so lange den Amp schon. Ja. Ich hatte sowas Ähnliches mit meinem 69er JMP 50 Watt. Ja. Auch mit der Lila-Ding. Das Lila-Teil. Ja. Und der jahrelang flog die 4 Ampere-Sicherung raus. Ja. Nach 10 Minuten, nach einer halben Stunde und bei 5 Technikern gewesen. Keiner hat es hingekriegt. Alle haben es irgendwie ausgewählt und dachte ich, ja. Dann hatte ich im Studio oder sowas, hatte ich immer 20 4-Ampere-Sicherungen dabei. Natürlich dementsprechend nervig. Und dann bin ich damals schon länger her,
vor 15 Jahren ungefähr bei Dieter Länder in Hamburg gewesen. Tipp von Jörg Sander war das damals. Okay. Und der hat mir dann irgendwelche Sachen in die Hand gedrückt, sagte, hey, das ist übergeblieben, jetzt läuft er wieder. Und seitdem nie wieder was passiert. Aber weißt du nicht, was Elkos oder was? Kann ich nicht sagen. Sowas ist ja immer gerne. Ja. Das war bei dem, glaube ich, auch ein Elko. Und das ist immer so ein Fehler, der nur bei einer bestimmten Temperatur auftritt, nach so und so vielen Stunden. Ja. Und du kannst es so schlecht simulieren, wenn du es einem Techniker hingibst. Ja. Der schließt sein Radio da an oder seine Frequenzgeneratoren. Ja, ja. Und es tritt einfach nicht auf. Ja, genau. Ja, nee, also da habe ich echt Glück gehabt mit Dieter. Ja, und cool. Der hat es mir auch erklärt, ich habe aber nichts davon verstanden. Hier hinten ist noch was ganz Geiles. Gerne. Steht da im Moment etwas stiefmütterlich, aber ich habe es eine ganze Weile sehr, sehr gerne auch gespielt. Und ich muss es dringend mal wieder aus der Ecke rausholen, aber es ist manchmal echt zu viel Krempel hier. Mhm. Das ist ein super geiler Amp. Ich hatte da mit dem Amp angefangen, mit Peter Green Geräuschen zu forschen und war auch schon ziemlich erfolgreich. Okay. Auch eine super Sache, einen Showman voll aufzureißen und so ein bisschen leiser zu machen. Mhm. Ich muss mal gucken, wie der reagiert auf den Fryett. Das stelle ich mir auch vor, dass man da. Ich hatte mir mal vor einigen Jahren den Power Soak wieder gekauft. Für 80 Euro am Flohmarkt in Hamburg. Ja, genau den. Den zum Schluss. Der funktioniert gut. Ja, und ich habe ihn. Komisch. Und ich habe ihn angeschlossen und ich fand es so furchtbar. Echt? Ja, ganz schlimm. Also ich habe es damals nur an dem JCM 800 getestet. Okay. Und ich fand es ganz schrecklich und habe ihn direkt zwei Tage später bei eBay wieder verballert. Ach, schade. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, dass Peter den auch... Ich benutze den in den Fendergebinden immer ganz gerne. Ah, okay. Mhm. Also hier am Showman macht er einen super Job. Und Peter hat mir auch gesagt, dass er den immer noch hat und in Verbindung mit diesem Marshall Power Soak genutzt. Genau, mit dem SE 300. Ja, SE 100, glaube ich. Ja, SE 100, genau. Glaube ich. Und ist ja interessant. Also ich fand das Ding, ich habe es damals in 80er Jahren verkauft. Da fand ich ihn auch schon scheiße. aber vielleicht musste ein anderer Amp her. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht mehr sagen. Also das immer so kleinlich sein muss. Hier, das ist auch noch ein wichtiger Amp. Für mal eben schnell was hören und einschätzen. Ein super Vibrolux. Verstärker. Vibrolux, es ist kein Blackface, es ist irgendwie Mitte 70. Okay. Der mal geblackfaced wurde in Neudeutsch. Mhm, genau. Aber das ist ein super Amp, um mal eben schnell reinstecken und wohlfühlen. Ja. Dann diese Deluxe-Dinger, die du ja, glaube ich, von Joe modifizieren lässt, oder? Nee, das sind hier neue Pro Reverb, das ist ein toller Verstärker. Genau, Pro Reverb finde ich auch. 40, 60 Watt oder sowas. Mhm. 40 Watt. Einmal zwölf ist quasi ein aufgeblasener Princeton. Ja. Ist ein sehr guter Pedal-Amp. Bleibt ganz lange clean. Mhm. Und wenn ihr ihn klippst, dann fängt er nett an zu krümeln. Ja, finde ich auch. Hat einen Neodym-Speaker drin. Mhm, genau. Also bei allem komischen Zeug, was Fender in letzter Zeit gemacht hat, das ist ein guter Amp. Finde ich auch. Das ist echt ein guter Amp. Es ist wirklich ein bisschen schade, dass sie bei diesem Deluxe-Reverb, den du ja dann aus gewissen Gründen modifizierst, mit dem Rauschen und so weiter und so fort, also das nervt, ne? Dass die da so einen neuen Amp rausmachen und dass der das Grundproblem hat, dass er unfassbar rauscht. Ne? Ja, genau, weil die wollten ja eine bestimmte Zielgruppe damit erreichen, haben die Vorstufen alle heißer gemacht, dass es eher klippt. Ja, ja. Damit es eben leiser, besser zerren kann. Das ist auch alles nachvollziehbar. Ja. Aber wenn halt jemand klassisch denkt, Deluxe Reverb will ich haben und der soll Silverface sein, das ist super, soll so klingen, wie ich mir das vorstelle. Ja. Also so alte Schule und steckst da rein und denkst irgendwie, hä, was ist denn hier passiert? Absolut. Na, obwohl er grundsätzlich schon irgendwie gut klingt. Finde ich auch. Guter Speaker, der 70er. Der Hall ist fantastisch. Der Hall ist super. Ich finde den Hall bei dem besser als beim Ausgangstrafo macht einen guten Job, genau. Blackface. Mhm. Bloß eben so ein paar Kleinigkeiten, die ich genau. immer gern gerade ziehe für ein paar Euro. Ja. Da noch ein Vibrolux. Das ist noch ein Vibrolux, der ist so ein bisschen unklar. Der hat eine neue Schallwand und zwei schlechte Lautsprecher. das ist so ein Thema, da muss ich noch bei. Ist so ein ungelöstes Rätsel. Ja. Wichtige Amps sind noch die in meiner Werkstatt. Los. Bist du kabellos? Natürlich. Das hier auch noch? Klar. Aus meiner 71er Sammlung. Princeton. Cool. Steht da auch bereit. Aber wichtig ist mein... Ich mal gleich an Tom Petty and the Heartbreakers denken. Genau. Dass alle, die mich schon seit 30 oder 40 Jahren kennen auch diese Amps. Jo. Mein Werkstatt-Amp, den ich seit immer schon auf der Werkbank habe. Mhm. Und mein Leib und Wagen Deluxe Reverb 71er. Yeah.
der auch schon bessere Tage gesehen hat, aber das ist, macht immer noch einen super Job und ich liebe ihn über alles. Glaube ich. Unverkäuflich, weil es ist einfach ein Körperteil von mir. Sehr gut. Ja. Das war ja doch länger als erwartet. Und jetzt wenn du sagst, zeig mir deinen Scheiß, ja, dann genau. Zeige ich dir meinen Scheiß. So, ich habe ja drauf gehofft. Jetzt sag noch mal eben was zu der Veranstaltung am 15.05. Mai. Am 15. Mai machen wir das erste Mal, das, wozu ich das hier alles gemacht habe. Wir haben ja angefangen, diesen Raum auszubauen, um so kleine, gesellige Gitarristenabende zur Veranstaltung. Ehrlich? Mit meinen Künstlern, die irgendwie an mir hängen. Mhm. Und dann haben wir irgendwie alles so halbwegs fertig gehabt und dann kam Corona und du konntest keine Leute mehr einladen. Und das ist jetzt irgendwie ja schon fast zwei Jahre. Ja. Also wie lange begleitet uns dieser Mist? Ja, seit März. Ja, und jetzt können wir endlich mal wieder planen und wir haben für den 15.05. haben wir jetzt Till Hoheneder eingeladen, auch bekannt von Zärtlichen Cousinen. Mhm. Und der hat eine Band, wo die so ein paar nette Nummern trällern und Till singt da und spielt Telecaster und Strat. Cool. Und macht das ganz gut. Und kommt noch der Michael Dommers. Okay. Michael Dommers spielt die Solo-Gitarre in der Band. Cool. Also die beiden kommen, das sind quasi die Artists, die dann Leute treffen können. Leider ist das hier relativ begrenzt, deswegen gibt es nur 20 Karten. Mhm. Und ich werde das dann promoten auf meiner Homepage. Klar. Und da kann man dann sich den Zugriff sichern. Ne? Sobald du das hast, irgendwie, dann schickst du mir den Link, dann kommt das auch noch unter die Videobeschreibung. Genau. Ne? Ja. Andi. Das wird ganz lustig. Da machen wir irgendwie einen schönen Abend mit 20 Gästen. Ja. Da kann man irgendwie schnacken, die Band spielt irgendwie ein paar Titel. Ja. Man macht Pausen, man isst was, man trinkt was und jeder erzählt was aus dem Leben. Ja. Welches Pedal finde ich geil oder warum spielst du die Tonleiter bei dem Stück? Das kann sich dann irgendwie alles so... Mega Idee. Ja. Und das mache ich dann sukzessive mit allen möglichen Leuten, die gerade in der Nähe sind, die irgendwie auf Tour sind oder sowas. Mhm. Henrik Freistader hat schon zugesagt. Super. Hat mich neulich besucht und da fand das super. Ja, habe ich gesehen auf Instagram. Da habe ich Lust zu, das finde ich klasse. Ja. Ja. Super Idee. Die kommen da auch mit vier Leuten. Die kamen ja Henrik und Armin waren da. Armin, also aus seiner Band. Ja, ich weiß. Und Theo und Thorsten, die hier zusammen bei Ray Garvey spielen und bei Bosse. Ja, bei Bosse. Da spielen die beide. Also jeweils Bassist und Gitarrist von zwei Bands waren hier. Und haben gesagt, wir machen das dann auch zu viert. Die kommen dann auch zu viert. Und dann können die hier was jammen und dann ein paar Leute einladen. Voll geil. Nett schnacken, Bierchen trinken. Ja, super Idee. Ja. Mein Lieber. Ja, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Das war mega interessant. Ja. Jetzt gleich muss ich nochmal die... Wir haben nichts vergessen, oder? Bestimmt. Doch, wir haben meine gelbe Gitarre haben wir vergessen. Die gelbe Gitarre, die darf natürlich nicht fehlen. Meine Geldverdien-Gitarre. Ja. Hier. Schönen Gruß aus den 80ern. Auf jeden. Die Gitarre habe ich 1984 gebaut. Die Ursprünge sind irgendwie klar, ne? Ja. Original Floyd Rose noch schon. Ja, ja klar, das ist Original Floyd Rose mit der geschmiedeten Grundplatte. Also bevor Schaller selbst diese komischen anderen Dinger gemacht hat. Aber das ist echt ein schönes Ding. Rottinger Hals, Korpus selbst geklöppelt aus einem Stück Mahagoni. Okay. Und hier teste ich auch mal alles Mögliche. Aber hier habe ich zu meiner ganzen Dienstleistungsmusikzeit von... 88 bis 2015 habe ich mit dieser Gitarre bestimmt 2.500 Jobs gemacht. Wow. Hammer. Ja, aber geil. Ja, auf jeden Fall. Tolle Gitarre, ich liebe sie auch. Das ist irgendwie ein klasse Gerät. Ja, viele schöne Erinnerungen mit diesem Gizmo. Das glaube ich. Ja. Geil. Ja, das ist so sieht ein echtes Aging Kloppmann Logo alt. Daran siehst du, was diese Gitarre schon alles. Guck. Nein. Nicht die Unterhose. Nein. Ja, damals machte man überall Fender-Logos drauf. Ja. Ja.
Danke. Ja, dafür nicht. Tschüss. Tschüss, Gels. So, hier haben wir noch was Spezielles, sag mal. Ja, genau, Gitarre und Bass veranstaltet eine Giveaway-Aktion, eine Ukraine-Hilfe, Flüchtlinge was zu beißen und zu Wohnungen haben und Ärzte unterstützt werden und so weiter. Da habe ich mal. Ist das gut, das Licht? Super. Ja. Mhm. Dann mache ich jetzt 3 Sets, streng limitiert. Dr. Steelhammer Set. Okay. In Anlehnung an Dr. Steelhammer Klitschko mache ich mein neues Hammer and Anvil Set in dieser limitierten Ausgabe in Ukraine-Farben. Ja. Und das wird dann versteigert. 3 Sets mache ich davon. Okay. Wo kann man das dann ersteigern? Das läuft irgendwie in Zusammenarbeit mit Gitarre und Bass und so einer Plattform. An der letzten Gitarre und Bass habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Soll ich das mal eben suchen, damit wir es genau sagen können? Ja, gerne. Gear for Hope, so heißt das. Alles klar. Die Kollegen auch, Harry Häusel, Wolfgang Damm ist auch dabei. Super. Firmen, auch Udo Lindenberg und ein paar Künstler sind auch dabei. Ja. Da wollen wir ein bisschen Geld sammeln für einen guten Zwerg. Genau, hier ist der Link, blende ich nochmal unten ein. Ja. Super. Das läuft über Clemens von Nekuba Guitars. Der hat das so ein bisschen mit angepackt, dass das läuft. Finde ich super, dass sie das machen. Auf jeden Fall. Ja, und da wird es dann irgendwie auftauchen bei United Charity. Cool. Super. Ja, finde ich auch cool. Genau, und das ist noch Marsha. Marsha. Ja, Marsha. So, das ist 50er Smallbox. 50er Smallbox, Baujahr 68. Genau, also deswegen auch der Plexi. Meiner ist halt Plexi. Schon gebürstetes Alu. Okay. Aber ist derselbe Ende. Und da ist die 73er 1936, die zu dem 50er Amp gehört, den ich 2x12er. 2x12, 12H, 55 Hertz. Ganz geile Box. Wenn es mal ein kleines Gebinde sein darf. Ja, 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 ja. Auch mit dem M zusammen klingt das Zucker. Ich wollte es gerade sagen. Also mein. Deswegen steht das auch zusammen. Also das ist, ist im Prinzip so. Eigentlich eine Fender-Anlage, ja, ja. Aber macht doch ein bisschen marschelig. Also das ist, wenn man sich nicht entscheiden kann, nimmt man das. Ich habe es in Spanien oft gemacht, dass ich meine lila Pause genommen habe und die 212er von dem 64er Vox darunter gestellt habe. Ah ja, auch geil. Und zwar hochkant. Ich habe dann das Top vom Vox ausgebaut, damit es tragbar ist. Und das ist, fand ich immer so eine tolle Kombi. Ja. Hochkant und quer ist ein völlig anderes Hochkant Sound. Und quer, ganz komisch aus. Aber ich fand es auch gut, weil du dann selber bei so kleinen Furzgigs meine Convertible Tube im Dr. Box habe ich auch schon oft und gerne gespielt. Das ist auch eine Box, die man super so oder so spielen kann. Ja, auch ja, für ja, Smallbox ja, ja. Amp. Super. Geile Box, habe ich auch 2 alte 12 Amps drin. Darf man nicht vergessen, hat nur 50 Watt. Ja. Sonst verbrennst du das Ding. Ja, ja. Aber es ist eine gute Box, spielt ja aber immer geschlossen. Also offen ist nicht meins. Aber das ist ein schönes Ding. Ja. Führen wir eben irgendwo hin. Nee, für eben irgendwo hin ist die 1936 besser. Ja. Die ist leichter. Boah, so ein Krempel. Ja. Ja, nochmal Schiss. Nochmal. Interessant, oder? Also ich finde schon. Also das ist ja so ein bisschen wie Candy Store, ne? Als Kleinkind eingeschlossen werden bei Toys R Us oder sowas und sich alles Mögliche mal angucken. Also so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Das war großartig. Also vielen Dank nochmal, lieber Andi. Und bis die Tage. Ciao.